Altranft, ein Dorf am Rande des Oderbruchs. Hier befindet sich das einzige überregionale Freilichtmuseum des Landes Brandenburg. In diesem Dorf mit seinen historischen Gebäuden wird Geschichte wieder lebendig. Und das nicht nur in den Ausstellungen wie hier im Alten Schloss, wo man vieles über Siedlungsgeschichte des Oderbruchs erfahren kann und nebenbei auch einen Eindruck gewinnt, wie die Gutsherren vor mehr als 100 Jahren gewohnt haben. Auch in anderen Häusern des Dorfes wird noch so gearbeitet wie früher. Zum Beispiel im Backhaus. Und das Besondere hier in Altranft sind die Schülerprogramme. Ob Schmieden oder Brotbacken, alles kann man hier selber ausprobieren und dabei erfahren, wie das Leben auf dem Dorf vor 100 Jahren war. Das Backhaus war für alle Familien im Dorf da. Reihum wurde gebacken und die ganze Familie musste helfen. Brotteig kneten, Reisig sammeln, den Ofen vorheizen. Zunächst wurden die Getreidegarben gedroschen, natürlich mit der Hand. In der Schmiede wurde alles hergestellt, was man im Dorf an Eisenwaren so brauchte. Und vor 100 Jahren gab es noch keinen Strom aus der Steckdose, also musste der Schmied den Blasebalg für sein Feuer mit der Hand betätigen. Heute können die Besucher der Schmiede selbst Hand anlegen. Hier wird gerade ein Fleischerhaken geschmiedet. Damit die Besucher ihr Stück auch mit nach Hause nehmen können, wird auf einfachen Webrahmen gewebt. Dieser Webstuhl ist über 200 Jahre alt. Und guckt mal hier, seht ihr, das sind die Kettchen, die ihr an euren kleinen Webrahmen auch hattet, ne? Auch ein Gruselkabinett gibt es in Altranft. Es ist die Schule im Jahr 1910. Mädchen und Jungen haben verschiedene Schulranzen. Alle sitzen in einem Raum, die Großen wie die Kleinen. Und während die Kleineren sticken müssen, haben die Großen Heimatkunde. Thank you.
dazu ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Wieder auf unserer Seite. Es ist ideal für so eine Veranstaltung, nicht zu heiß für die Pferde und ich denke, alle werden heute. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und so prima Wetter mitgebracht haben. Wir freuen uns auch besonders über unseren Bürgermeister der Stadt Bad Freienwalde, Herrn Lehmann. Herzlich willkommen. Wir haben uns gedacht, dass wir hier eine ganz prima Spielelandschaft aufgebaut haben, wo wir dann hoffen, dass viele deutsche und polnische Kinder hier sich auf dieser Begegnungsstätte treffen werden. So, jetzt ist alles gesagt. Los geht's, kommt rein. Thank you.